Ich hätte niemals gedacht, dass Wandern so anstrengend ist. Ich bin am Ende, völlig am Boden. Ich erinnere mich an mein Fitnessprogramm im Vorfeld der Wanderung. Mach dich krass. Also an meiner Fitness kann es demnach nicht liegen. Vielleicht habe ich einfach nur was Schlechtes gegessen. Oder doch die Übung falsch ausgeführt? Egal, denn jetzt geht es nur ums Überleben. Und dann brachen wir auf nach Verdun, in die tiefste Provence, zum Wandern. Flip-Flop-Tour. Easy peasy, sagten zumindest die Einheimischen. Die Behörden allerdings waren etwas anderer Meinung. Bist du mir jetzt einfach runtergekommen ohne uns? Geschafft. Und es hatte sich gelohnt. Dieser Ausblick, Wahnsinn. Also, da muss ich sagen, wirklich toll. Doch das war es leider noch nicht. Es folgte der härteste Tag in meinem Leben. Der Weg verlangte uns alles ab. Wir meisterten steinige Wege, duellierten uns mit wilden Hyänen und kämpften gegen die reißende Flut. Und wie fühlst du dich jetzt als neuer Rekordwinner? Der Wind ist umgeschlagen. Und die Strömung ist viel schneller als bei den anderen. Und da muss ich dagegen arbeiten und zuerst in die falsche Richtung bedienen.
passierte es. Hungerast. Übersäuerung. Mein Körper spielte nicht mehr mit. Ich war dem Zusammenbrechen nah, doch ich wollte es schaffen. Ich wollte es schaffen für Juli. Ja, ich wollte sagen. Es ist anstrengend in der Hitze für Julian vor allem, weil er hat einen schwarzen Roboter dran, das ist halt blöd. Deswegen stehen wir echt hier immer wieder und warten und warten. So was unfair. Und ich, keine Ahnung, so schnell war ich noch nie. Oh, ich muss sagen. Das Härteste, was ich gemacht habe bisher. Keine Ahnung, wie viele Höhenmeter das sind. Aber wir machen jetzt einen kleinen Abstecher zum Aussichtspunkt. Ist ein bisschen langweilig, die Tour gewesen. Aber schön. Ich gehe doch gerade nur zum Aussichtspunkt. Problem ist halt wirklich die 90 Kilo. Gut, 95 oder 96. Aber ja, schau mal. Dieser Blick. Dieser Blick, der entschädigt einfach für alles. Hoffentlich.